Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Play und Kingdom Hearts 1.5. Ich habe gerade den wahnsinnigen, schwierigen Kampf gegen die Drachenform von Maleficent geschafft. Man muss dazu bemerken, ich spiele auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad, den es gibt. Und das beim ersten Playthrough. Und es ist einfach unschaffbar schwer. Und bin gerade nochmal ganz kurz zurück, denn mit dem Drachenstein, den ich von ihr bekommen habe, konnte ich eine neue Beschwörung bei der Beauty Fee abholen. Und das war Mushu, der Drache von Mulan. So, ich kann hier runterspringen. Ich wollte nur gucken, ob ich das Gebiet schon kenne. Aber es wiederzuerkennen ist auch nicht einfach. Nun denn, 6 Lichterhalle. Ach so, das wird das sein von den Mädels. Den Prinzessinnen. Ja. Na gut, dass Beast nicht dabei ist. So, Jasmin. Cinderella, denke ich. Weiß ich gar nicht, wer sie sein soll. Schneewittchen. Alice im Wunderland. Dornröschen vermutlich. Aber wer soll sie sein? Esmeralda. Ach, das wird auch so übel. Gleich der nächste Kampf vor ihm. Aber diesmal zu dritt. Und diesmal nicht so viel Splash, glaube ich. Ah, der hatte mehrere Formen, wenn ich mich recht erinnere. Goofy kommt nicht rein. Kairi! Kairi, mach die Augen auf. It's no use. Es hat keinen Zweck. That girl has das Mädchen hat sein Herz verloren. She cannot wake up. Sie wacht nicht auf. What? Was? Du? You're du bist nicht Riku? Riku? Das Schlüsselloch kann nicht vervollständigt werden, solange die letzte Prinzessin der Herzen schläft. Prinzessin? Princess? Kairi ist eine Prinzessin? Ja, und ohne ihre Macht bleibt das Schlüsselloch unvollständig. Es wird Zeit, dass sie aufwacht. Wer immer du bist, lass Riku in Frieden. Gib ihm sein Herz zurück. Aber zuerst musst du der Prinzessin ihr Herz wiedergeben. Sora! Was? Verstehst du nicht? Das Herz der Prinzessin antwortet. Es war immer da. Kairis Herz ist in dir. Kairi? Kairi ist in mir? Ich weiß alles, was es zu wissen gibt. Sag mir, wer bist du? Man nennt mich Ansem. Jener, der die Dunkelheit sucht. Warum ist Goofy nicht da? Ah, okay. Goofy kam nicht durch das Portal, weil kein Magier so richtig ist. Und er ist jetzt rausgeworfen worden. Und jetzt werde ich euch befreien, Prinzessin. Vervollständigt das Schlüsselloch mit eurer Macht. Öffne die Tür und finde dich in die ewige Dunkelheit. Vergiss es. Kairis Herz bekommst du niemals. Der Kampf wird übel. Wenigstens kann er nicht fliegen. Das hat so keinen Schaden gemacht. Das Mana sollte ich mir aufheben. So, mal schön ausweichen.
Alter! Weg hier! Macht diese blöde Attacke wieder. Oh nein! Oh, verdammt! Er war schon auf seiner letzten Lebensleiste. Ich glaube sogar schon angekratzt. Hier wieder. Jetzt bin ich doch zu weit gegangen. Ich wollte eigentlich noch schnell Aero gar in die Aufnahme, in die Leiste mit reinnehmen, die Schnellauswahlleiste. Es ist ganz unten in der anderen Leiste. Schon wieder, muss das sein? Ich fliege erstmal eine Runde. Hey, was war denn das? Ich habe mich geheilt, aber ich habe keinen Heal bekommen. Das ist ja doof. Das hätte ich fast schaffen können gerade. Aber das Schlimme ist, danach kam, glaube ich, noch ein Kampf. Einstellung Sora, Gravitra, Vatiza, Aero. Ha ha ha!
Fackel. Das nervt. Immer das letzte Drittel, Viertel. Wie viele Leisten sind's? Rot, Gelb, Grün. This should help. Aber ich kann auch nichts machen. Ich kann ja nur weglaufen. Und ich glaube, ich bin mit Fliegen immer noch besser dran. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo er unten auf dem Boden diese Jumper, Jumper-Attacke, nenne ich es jetzt einfach mal, macht. Wenn diese Lichtkegel dann kommen, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn ich einfach nur rolle, aber dazu muss ich ja erstmal wieder safe landen und... Hä, ich hab doch gerade Aero reingenommen, warum ist das nicht drin? Ach kacke, das zählt ja noch für die letzte Runde. Das Menü kommt man natürlich nicht mit. Welcome to the Oblivion. Here it comes. This is it. Schon wieder, ey. Los. Oh, geschafft. 8500 sogar. Level up, mit AP hoch. Puh. Das war krass, er wollte nämlich gerade schon wieder in diese Fähigkeit reingehen, wodurch er ein paar Sekunden unverwundbar ist. Sora hat Ragnarok erlernt. Das ist eine Ability. Ability? Riku! Sora, da! Das Schlüsselloch! Das klappt nicht, das Schlüsselloch ist noch nicht fertig. Was sollen wir tun? Vielleicht sollten wir Kairi aufwecken. Ich glaube, du hast recht. Wenn ihr Herz befreien. Aber wie? Ein Schlüsselschwert, das die Herzen der Menschen öffnet. Vermutlich. Sora? Sora, warte! Nein, warte. Aber so richtig öffnen tut's ja gar nicht. Eigentlich ja der Dunkelheit hingehen, ne? Alle sechs? Der Teile ihrer Herzen in sich gehabt. Ja.
Sora! 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 Komm zurück, Sora!